Geocaches ohne Ort, gibt es das überhaupt? Die Antwort erfahrt ihr, wenn ihr dranbleibt. Bis gleich. Die Antwort ist ja. Geocaches, bei denen keine Dose gesucht werden muss, gibt es ja einige. Das sind die virtuellen Caches, das sind Events, das sind C2-Events und das sind natürlich auch Earth-Caches. Das sind alles Geocaches, Punkte, die man machen kann, ohne dass man nach einer Dose suchen muss. Eine weitere Art, die man da einordnen kann, sind die sogenannten Locationless Caches. Die gab es eine ganze Weile lang nicht. Die letzten Locationless Caches wurden im Jahr 2006 archiviert. Davor gab es etwa 400 weltweit. Und die Aufgabe bei Locationless Caches war, dass man ein markantes Objekt findet, zum Beispiel eine gelbe Telefonzelle, sich davor fotografiert und die Koordinaten des Fundortes in seinem Log mit hochlädt. Dann war der Cache-Typ erfüllt und man hat das Icon im Profil gehabt. 2006 wurde das alles archiviert, restlos, und alle, die später angefangen haben, hatten keine Möglichkeit, dieses Icon in ihr Profil zu bekommen. Dazu gehört auch ich. Deswegen fand ich das immer sehr schade. Ich habe 2008 angefangen und fand es immer schade, dass, wenn ich in das Geocaching-Profil geschaut habe, dass bei Locationless Caches null stand. Hat sicherlich viele andere auch geärgert. Dieses Jahr habt ihr die Möglichkeit, diese Geocache-Art und das entsprechende Icon in euer Profil zu bekommen. Denn Groundspeak hat einen einzigen Locationless Cache neu veröffentlicht. Und was ihr dafür tun müsst, ist Folgendes: Ihr geht auf ein Mega-Event oder auf ein Giga-Event, sucht dort nach dem Signal the Frog-Maskottchen, dem Großen, also nicht den kleinen Plüchtchen, sondern den Mann-Großen, oder nach dem Signal the Frog-Banner, fotografiert euch mit einem davon und loggt so den Geocache. Das Listing verlinke ich euch hier in der Beschreibung vom Video. Damit ist das erledigt und ihr habt das Icon im Profil. Ihr dürft damit nicht allzu lange warten, dieser Cache wird nach diesem Jahr auch wieder archiviert. Das heißt, ihr habt nur genau ein Jahr Zeit, um diese Aufgabe zu erfüllen. Ich hoffe, dass ihr ein Mega-Event in eurer Nähe habt oder einen entsprechenden Besuch bei einem Mega- oder Giga-Event geplant habt. Wir haben ja selber eins in Hannover hier im September, zu dem ihr natürlich herzlich eingeladen seid. Ansonsten bietet sich natürlich die 20 Jahre Celebration Fire in Seattle an, zu der wir auch eine Reise hin organisieren. Ja, ich freue mich drauf und hoffe, dass ihr das genauso feiert wie ich und dass viele, viele Leute diesen Cache longen und so das Icon ins Profil bekommen. Das war's. Mich interessiert wie immer, was ihr zum Video sagt, welche Themen ihr noch behandelt werden, behandelt haben wollt und was wir vielleicht bei den Videos und all unseren sonstigen Angeboten verbessern können. Vielen Dank, bis bald.